Okay, weiter geht's. Ach so. Ach du Wichser. Hier rein mit uns. Ja, da ist ja der Typ. Wir machen aber nichts Witze hier. Wir kommen in London das beste Restaurant. Ich hoffe, ihr habt Appetit mitgebracht. Und Sie, der Postbote, sagt mir, dass Sie den besonderen Fable für schwierige Kopfnüsse haben. So könnte man das ausdrücken. Wie kann ich Ihnen helfen, werter Herr? Es ist so, ich bin endlich dazu gekommen, Neumann-Plättchen für meine Tische drucken zu lassen, damit man die Bestellung besser überblicken kann. Besser, wissen Sie? Leider gab es da einen Malheur. Pelliards Plättchen. Schon wieder. Die Nummernplättchen, die Pelliard bestellt hat, sind angekommen. Aber Moment mal, was ist denn das? Der Hersteller hat alle Nummern spiegelverkehrt aufgedruckt. Da er keine Zeit hat, auf eine neue Lieferung zu warten, erschließt er sich einfach, möglichst viele der vorhandenen Plättchen zu benutzen. Markiere die Plättchen, die absolut nicht zu gebrauchen sind und neu angefertigt werden müssen. Auf jeden Fall 9 oder 6. Also, man sollte die markieren, die man nicht braucht. Ja, 5 und 2 oder 9 oder 6. Also, beiden eben. 0 ist schon sicher. 1 brauchen wir auch nicht. 4 kann man das eigentlich auch so ein bisschen. Wieso brauchen wir 1 und 0 nicht? Nein, die muss man nicht neu anfertigen, meine ich. Was? Man kriegt die absolut nicht zugebrochen sind und neu angefertigt werden müssen. Ja, 9 und 8 und so. Die überflüssig sind, ne? Also die man nicht benutzen kann. Also 0 und 1 braucht man nicht zur Reparatur zu schicken, weil. Genau, weil man braucht die. 4? 4? Also 3 kannst man das auch. Nein. Doch, guck mal, wenn man es einfach so kurz so bis zu 90 Grad dreht, dann hat man schon 3. Ist doch so. Ach, soll man die Sachen auch zur Reparatur schicken, weil die spiegelverkehrt sind? Nein, die einfach nicht zu gebrauchen sind, weil man das nicht mehr erkennen kann, was das ist. Warte, wir machen Notiz mal. Lies mal einfach die Frage, wirst du dann verstehen. Markiere die Plättchen, die absolut nicht zu gebrauchen sind und neu angefertigt werden müssen. Was ist das denn? 7. Was ist das denn? 7. Das ist so, oder? Nein, warte, das sind mehrere. 7, 3, 4. Was ist das denn? 7? Das ist so keine 7. Guck mal, genau an. Warte, markiere die Plättchen, die absolut nicht zu gebrauchen sind und. Was soll man jetzt markieren? Die man nicht braucht. Markiere die Plättchen, die absolut nicht zu gebrauchen sind und neu angefertigt werden müssen. Ja, die 3 doch auch, dann 4 auch. Wieso? Das ist doch falsch rum. Okay, aber ich würde mal sagen, das ist. Okay, weiter. Und die 5 nicht? Das ist die 2. Achso. Eigentlich brauche nur eine von denen. Ich verstehe irgendwie auch sein Problem nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Warum hast du die markieren, die man nicht braucht? Ja, die man neu machen muss, weil man die nicht mal zu gebrochen sind. Die absolut, da steht ja, die absolut nicht zu gebrochen sind. Ich glaube die 7. Nur. Ich würde mal schätzen. Wie kann man denn 3 und 4 benutzen? Guck mal, wenn man es. Achso, man erkennt die, meinst du? Ja, guck mal, wenn man das 90 Grad dreht, dann erkennt man doch eine 3. Ja, okay, ja, das ja. Okay, eine 3. Und hier, wenn man das auch so dreht, erkennt man eine 4. Ist doch so. Nein. Bei der 3 geht's noch, bei der 4 nicht. Doch, guck mal, warte, ich brauche einen Stift, da kann ich das zeigen. Warte, ich brauche einen Stift, hab ich. Hier ist ein Stück Papier. Das geht nicht. Guck mal, du hast eine 4. Mach so eine 4 wie die da. Ja, so. Du drehst jetzt so um. Na, was zeigst du da? Mach mal eine 4. So. Und jetzt dreh. Jetzt dreh ich das. Nein, nicht mit dem Stift. Dreh das Blatt. Ich erkenne keine 4. Ah, nicht mehr. Ja, siehst du. Das meine ich ganz ehrlich. Ja, okay, gut. Okay, das da, komm mal. Und das da? Das weiß ich gar nicht. Das kann man auch gebrauchen. Kann man? Warte mal, die Form muss mal abzeichnen. Okay. So. Dreh mal. Okay, damit kann man eine 5 sogar machen.
Ja, doch. Und damit kann man eine 2 machen. Ja. Ja. Okay, und damit kann man eine 9 machen. Und damit kann man eine 6 machen. Ja. Nur die 7, würde ich mal jetzt sagen. Okay, gut. Ja, das sieht vielversprechend aus. Hä? Ja. Beharrlichkeit ist eine Tugend. Okay. Ja, also muss es doch stimmen, was ich gesagt habe, mit 2 und 5. Okay, mach du mal. Vielleicht habe ich das zu kompliziert. Wie muss ich mir das mit der 7 vorstellen? Kann man die 7 auch drehen? Mal. Was bringt es, die 7 zu drehen? Es bleibt immer eine 7. Nee, ich meine nichts, da kann man das doch benutzen. Eigentlich schon, oder? Warte. Nee, eigentlich nicht. Oder? Mach mal Tipps mal. Nee. Ich sage. Und was sagst du? Was ist jetzt alles? So sollte es stimmen. Mann! Habe ich etwas übersehen? Halt die Fresse. Warte, zeig mal, mal die 7 bei dir auf. Die 7 mal kurz aufzeichnen. Also diese, die hier ist. So sieht sie aus. Ja, und dreh mal. Kann 1 ausmachen. Aber die hat man schon. Mach mal Tipps. Ich glaube, wir brauchen Tipps, um das jetzt so komplett zu verstehen. Die 0 und 1 kannst du behalten. Oh. Komm weiter. Oh, die 9, 6, die 8 passt ja auch, wie sie ist. Die 5 und die 2. Ja, deswegen. Nicht, ich habe eben die 5 noch angekreuzt und die, das da. Und die 2 auch? Nein, 1 von den beiden. Warte, Tipps. Wenn du die 4 und die 5. Ja, kannst du jedenfalls eine verwenden. Ja, guck, deswegen. Sag ich ja, 90 Grad. Aber. Ja, 5 und 2, also. Warte mal, Notiz. Ja, genau. Also, was hat er genau gesagt? Die kann man verwenden, die kann man. Warte. Löschen, ja? Die kann man verwenden. Und die 4 auch. Ja. Und er meint, 5 und 2 sehen sich ähnlich, wie ich gesagt habe, ne? Ja, die kann man dann auch verwenden. Nein! Eins und beiden braucht man nicht. Deswegen, so. Ich habe eben 5 gemacht. Was ist das? 5 nur, aber du hast doch 5 noch was anderes gewählt, oder nicht? Ich habe das gemacht, das braucht man nicht. Hast du das nur gewählt und deine Antwort? Das braucht man nicht. Genau. Was? Nein! Ja, das sieht vielversprechend aus. Ich dachte, du meinst jetzt das. Nein, das da. Und ich dachte, du kreuzt alle. Habe ich etwas übersehen? So. Mann. Wir sind heute irgendwie ein bisschen zu dämlich dafür. Warte, wenn man das so dreht, Guck mal, wenn es, selbst wenn es 90 Grad dreht, da kommt dann eine 3 raus. Ja, ich weiß, was. Oder wollen Sie mir sagen, dass da kommt da irgendwas anderes raus, wenn man es nicht dreht? Ich mach so. So sollte es stimmen. Wegen 9 und 6 noch. Habe ich etwas übersehen? Oh, ich hasse das. Ich verstehe es nicht. Jetzt auf einmal fängt mein Magen an zu knurren. So machen? Echt? Ja, das sieht vielversprechend aus. Mann! Also eigentlich mal lächeln, verdammt! Habe ich etwas übersehen? Ist denn die Idee nicht? Das ist voll das leichte Rätsel, oder? Eigentlich. Ach, guck mal, meine Tipps, ne? Mhm. Ich meine, die alles ist falsch, außer die, die genannt werden. Ja, okay. Ach, passt ja auch, wie sie ist. Ja. Ähnlich sich, oder? Ja. Fehlende 4, kannst du sie ebenfalls verwenden? Ja, okay, mach mal. Also, wirf das weg. Also, das, Kreuz. Weißt du, was jetzt nochmal? 2, 3, 6, nein, nicht 6. Doch, 6, 7, 9. Oder? Warum die 2 wegmachen? Weil, wenn man das so wieder so dreht, dann erkennt man auch eine 2. Stimmt, was ich mache. Mal sehen, ob das stimmt. Nun, Beharrlichkeit ist eine Tugend. Ja, halt mal. Niemals ein Supertipp werden. Ich weiß, das wäre zu erbärmlich. Okay, wir denken mal kurz nach. Okay, Leute, wir haben die Antwort, aber wir verstehen die nicht. Okay, ich will dir gleich die Erklärung. Mal sehen, ob das stimmt.
Also wir haben nachgeguckt, wollte mal kurz anmerken. Zum leider, zweiten Mal. Ganz leider, wie ich vermutete. Okay, erklär mal. Gut, willst du mich irgendwie verarschen? Filme sind definitiv nicht zu gebrauchen. 0-1 sind nicht, sie können jede Änderung von 3-2 und 5. Ja, ja. Ja, wenn man die, ja, wenn man das dreht, dann ist es auch eine 9. Ja, ist auch so. Oder wenn man es spiegelt. Na, spiegelt darf man nicht. Aber, ach so. Aber wenn man das dreht, dann schafft man das auch. Stimmt, wenn man es nach oben... Also 180 Grad? Ja. Hä? Okay. Mann, ey. Scheinbar habe ich mich genau an die richtigen Personen gehört. Vielen sehr herzlichen Dank. Dafür gibt es beim nächsten Besuch ein leckeres Dessert aufs Haus. Das ist die Milch. Neue Lieferung. Habe ich jetzt alles für das Buch? Nein. Ja, ja. Komm, ja, wir haben Papagei. Ja. Okay. Jetzt weiß ich weiß es. Gefunden habe Quelle Fortuna. Wo denn? Hier? Ja. Na, was ich trinken möchte? Ein Getränk. Ja, ja, ja. Schließen. Zurück. Papagei. Jetzt versuchen wir unser Glück nochmal. Hm? Da fehlt noch etwas dann. Tomatensoße zu bringen. Aber mir sind Rotfrüchte ausgegangen. Hier sind eine. Okay. Das ist kompliziert. Ist es auch bestimmt. Wir dürfen 4 Seile verwenden. Warte, wenn er sie jetzt so macht, springt in den Abgrund. Ja. Oh, Scheiße. Also, Tasten. Nur gucken, wie weit der fliegt. Er fliegt bis hier. Hm? Ah. Oh nein, doch nicht. Doch, ist eigentlich schon eine schlaue Idee. Nee. Warte, läuft. Hätte ich auch gedacht, erstmal. Abflug suchen wir mal. Hier fliegt. Jetzt geht er gegen die Wand. Warte mal. Macht nur 10 Sekunden, deswegen. So. Warte, probier erstmal aus mit dem. Die Abflug. Das geht nicht, er fliegt dagegen. Echt, ja? Guck. So ein dummer Vogel. Neu. So. Ich verstehe den Vogel nicht, warte, nochmal so. Abflug. Können wir zwischen den Seilen oder? Okay, das kann auch nicht. Ich glaube, das lange Seil ist schon richtig. Vielleicht wir können auch hier, guck mal, wir können auch so machen. Fliegt dagegen, mach. Abflug. Guck gleich hoch. Achso, okay. Neu. Wir können auch so machen. Oder? Ja, so. Nein. Okay, Selbstmord. Wo war das? Das da und das da. Welches? Dieses. Dieses und? Oder kommt doch gar nicht an? Oder dieses und dies, hätte ich gesagt. Es kommt nicht, er kommt nicht an, oder? Suche mal. Ja. In die Abgrund gesprungen. Okay, also du musstest das mit irgendwann sein, ne? Und machen die Kleinen nochmal. Wie weit fliegt der? Ich flieg bis dahin. Ja? Mhm. Drück mal, ich will mal gucken. Sag ich ja. Ich glaube, das soll eine Hilfe sein. Wie viel Sekunden braucht er? 10 Sekunden? Hm. Ist das so? Nein, er fliegt da runter. Abo. Okay. Was sagen wir das? So? Stimmt! Warte, ich hab dir eine Idee. Ich mach so. Geht das? Nein. Oh, leck mich, du Scheißvogel. So. Nein, dadurch einfach. Dieser Vogel auf. Es muss halt der Lieferbote sein für die Hexe. Nein. Ja.
Kann ich? Das hatten wir doch schon mal. Da blinkt dagegen und dann so. Das hat keinen Sinn. Und das ging auch nicht, ne? Mm-mm. Und das macht auch keinen Sinn, oder? Vielleicht schon, wenn man es gleich sieht. Absturz. Gönntag haben wir nicht gemacht, oder? Gönnertag? Ist es ein Gönnertag? Ja, bisschen. Weil das kein Fastfood war, deswegen. Doch! Das ist Subway ist Fastfood. Guck, wie schnell das ging. Deswegen ist es Fastfood, weil die schnell servieren, oder wie? Deswegen heißt es sonst so. Wieso? Guck mal, Chicken Wings? Deswegen. Ich glaube, wir machen es ein anderes Mal. Ja, okay. Zurück. Wir machen es ein anderes Mal. Wir überlegen zu viel hier rein. Schönen guten Tag, Schippling. Professor, Sie kommen genau zur rechten Zeit. Ich habe Ihnen etwas von Luke auszurichten. Ich möchte Sie mit dem kleinen Steinpavillon im Park weiter nördlich treffen. Warten Sie darauf, dass Sie niemand beschattet. Meinen Sie den Park am Gehweg zwischen Flatstone Street und Midland Road? Genau den dort. Dort wartet er auf Sie. Wieso sollen wir darauf achten, dass uns niemand beschattet? Haben wir den Eindruck, dass wir unter Beobachtung stehen? Niemand scheint uns zu folgen. Flora, hörst du zu? Ich bin mir sicher, dass diese Dinge auch für dich sehr interessant sind. Ja, ich bin ganz ohr. Ja, weniger wir hier sind, desto schwerer wird es sein, uns zu folgen. Es wird dir zwar nicht gefallen, aber es wäre das Beste, wenn du den Rudel auf uns wartest, Flora. Was? Sobald wir mit dem großen Luke gesprochen haben, holen wir dich auch da. Nein, ich komme mit. Aber Flora, bitte Professor, lassen Sie mitkommen, wir sind auch ganz vorsichtig. Wieso wir? Kannst du mir das mal erklären, warum wir? Was? Bitte was Professor, lassen Sie... Achso, Luke sagt das. Ich kann nicht sagen, dass mir die Sache gefällt. Jetzt wird schon funktionieren, vielleicht ist Flora ja wirklich sicherer, wenn sie bei uns ist. Nun, das mag stimmt. Liebes, wir haben einige Dinge vor, die uns in ernste Gefahr bringen könnten. Bist du sicher, dass du uns begleiten möchtest? Natürlich bin ich das, ich habe keine Angst. Prima, dann wollen wir los. So leid es mir auch tut, Luke. Dein Kommi-Abend muss leider noch warten. Ach, das macht nichts, Professor. Appetit oder nicht? Wir dürfen den großen Luke nicht warten lassen. Dann ist wie los. Okay. Das Papageienrätsel machen wir irgendwann, ne? Ja, irgendwo. Was macht dieser Schimmel hier? Sieh da. Sie dubiose Gestalt. Schauen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede. Ich lese, wieso machen Sie sich nicht vom Acker? Hören Sie mal zu, Sie Kalkopf. Ich vertrete die Autorität von Scotland Yard. Und ich verlange, dass Sie sich kooperativ zeigen. Scotland Yard, da kriege ich aber Angst. Sie haben keine Macht mehr. Keine Macht? Ihnen ist herzlich angeraten, sich der Person vor Ihnen genauer anzuschauen. Der bloße Anblick dieser Fäuste macht kriminelle Subjekte Beine. Ist klar, Freund, ruhig Blut. Kann mir jemand helfen? Der Psychopath bringt mir zu sehr auf die Pelle. Inspektor, beruhigen Sie sich. Ah, Luke, nicht jetzt, Luke. Ich heiße meinen suspekten Freund hier gerade höflich ein. Inspektor, bitte, ich bürge für den Mann. Er hat ein durch und durch ehrbarer Zeitgenosse. Oh, also ist ein Freund von Ihnen, Herr Layden. Na, wieso sagen Sie das nicht gleich mal? Ich lasse Sie laufen, Pottnase, aber sperren Sie mal die Löffel auf. Ich sag's nicht zweimal. Danke, ich höre. Die Seele des Scotland Yards ist unsterblich. Selbst in solch gesetzlosen Zeiten wie diesen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe eine Mitteilung zu leiten. Guten Tag, Layden. Puh, danke, dass Sie mich von diesem Wahnsinnigen gerettet haben. Was war mit dem los? Und was hat es mit dem ganzen Scotland Yard-Gerede auf sich? Oh, dein Inspektor wollte Ihnen nichts Böses. Ihnen drückt zu sein nur etwas auf das Gemüt. Hm.
Nein! Fette Schlampe. Schau doch mal vorbei, Junge. Wollt ihr seinen Kuss? Ich warte auf dich hier. Ja, ist klar, ob ich dir einen Kuss gebe. Ich werde ins Rätsel haben, verdammte Scheiße. Okay, komm, so. Er gibt uns auch kein Rätsel. Jetzt ruhig. Wieso hat der Boss mich nicht frustriert? Ah, hier ist ein Rätsel. Ich bekomme die Tür von vorne nicht auf. Wirklich? Ah, es scheint, als wäre sie mit der Rätsel verriegelt. Sie haben recht. Ach, da sucht sie. Purzelplätzchen. Ach so, das Rätsel ist geil. Cool. Boxiere die farbigen Plätzchen so den passenden Zielfeldern. Berühre die beiden Knöpfe mit den Pfeilen ganz unten um das Labyrinth, um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Das Plätzchen fallen nur gerade nach unten, man, wenn sie keinen festen Untergrund haben. Natürlich müssen sie alle zur selben Zeit auf ihren Zeitwerten liegen. Damit das Rätsel aus. Zeit? Also die müssen gleichzeitig da reinfallen? Ja. Willst du es machen? Was denn? Du hustest in deine Hand. Ich hab da gerade in die Seite gehustet. Ja, okay. Du bist ja Ware, Mann. Ach, die müssen gleich jetzt zuletzt da sein, okay. Hä? Ich kann die Lösung noch, deswegen. Das war doch klar eigentlich. Ja. Das sieht man. So gefällt mir das. Kacke. Bitte sehr, Luke, dieses Schloss war geknackt. Und die Tür ist offen. Ja, manchmal habe ich auch meine Gedanken mit dir. Münzen. Die Säulen. Münzen. Ja, Münze, Säule. Ja, was hast du hier zu erzählen? Vielen Dank, dass ihr gekommen konnten. Ich weiß, ihr habt alle daran zu tun. Wir machen im nächsten Part weiter. Okay.